Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem neuen Cocktail-Video hier auf meinem Kanal. Und heute mixen wir mit dem Rosé Rye Aperitif der Spreewood Distillers die Präsidentin des Spreewalds. Normalerweise kennt man die Spreewood Distillers unter ihrem Label Stork Club eigentlich als reine Whisky Distillery, vor allem als Rye Whisky Distillery, also Roggenwhisky. Hier haben sie jetzt einen Aperitif auf den Markt gebracht und dabei ihren Roggenwhisky mit badischem, fruchtigem Roséwein verheiratet. Und herausgekommen ist die Batch 1 Experimental Series Rosé Rye Aperitif. Normalerweise braucht man für einen El Presidente Cocktail neben Rum auch noch Wermut, etwas Orangenlikör wie zum Beispiel Contreau, Grand Marnier, Triple Sec etc., etwas Grenadine und Orangenbitter. Und ich habe mir gedacht, ich twiste das Ganze ein wenig und nehme statt Wermut den Rosé Rye Aperitif. Außerdem noch einen Rum. Ich habe mich hier für Mount Gay Black Barrel entschieden. Außerdem Contreau, Grenadine und natürlich ein Orangenbitter. Für die Präsidentin des Spreewalds brauchen wir als erstes ein Rührglas mit Eiswürfeln. Und darauf geben wir 4 Zentiliter Rum. Dazu 3 Zentiliter des namensgebenden Rosé Rye Aperitif von Stork Club. Die wunderschöne Orangennote bringt Contreau mit sich, also ein Likör von Orangenschalen. Davon 2 Zentiliter. Für die Extraportion Süße sorgt Grenadinesirup, davon einen Barlöffel auf den Drink geben. Und last but not least, 2 Spritzer Orangenbitter. Das Ganze wird nun gut verrührt. Und anschließend über ein Cocktailsieb in eine Cocktailschale abgeseiht. Als Garnitur verwende ich eine gedörrte Limettenscheibe. Das macht zwar geschmacklich keinen Unterschied, sieht aber sehr schön stilecht aus. Und fertig ist mein kleiner Cocktail-Twist mit Rosé Rye Aperitif der Spreewood Distillers, die Präsidentin des aber Spreewalds. Wenn es euch gefallen hat, dann liked dieses Video sehr, sehr gerne. Kommentiert gerne drunter, was ihr mit dem Rosé Rye alles so anstellen würdet, neben der Präsidentin des Spreewaldes. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Bis dahin, Prost!